Jo, weiter geht's mit Metro Last Light. Wir befinden uns noch immer am Roten Platz oder um den Roten Platz herum, keine Ahnung. Und hier ist der Kreml und wir haben gerade vergeben und jetzt wird vergessen. Und eine Cutscene. Das ist ein guter Anfang. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Das habe ich befürchtet. Den letzten Krieg. Oi. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Kornbluts finstere Pläne betrifft. Pavels Kopf? Nicht schlecht. Das wird der finale Kampf. Hoffentlich. Irgendetwas ist hier seltsam. Scheiße. Warte. Bitte kein Bosskampf. Filter. Gib mir die Kontrolle. Ja, ich will den Filter aufsammeln. Ich muss hören. Wow. Claymores. Was machen wir überhaupt hier? Ich kenne mich nicht mehr ganz aus. Die Story hat ungefähr beim letzten Drittel angefangen, sehr wirr zu werden. Au, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Schwimmen ist nicht in Metro, das wissen wir bereits. Aber ich dachte, hier kann man gehen. Das ist ein Pfad. Oh, nein, nein, nicht die. Oh, scheiße, die Krabben. Königskrabben. Schau, wie blöd. Ich hasse sie. Ich muss ihnen ihren Wanz schießen. Ich glaube, ich wechsle wieder zurück auf die... Nein. Auf die Schrotflinte. 114 Schuss, na, das wäre knapp. Jetzt sind sie wenigstens großzügig mit Filtern. Oh, nein! Was? Ach so. Der Filter. Naja, reingeschraubt. Gut ist. So, da ist, glaube ich, nichts mehr. Ziemlich linear das Ganze. Jedes Abweichen vom Weg wird mit Ersaufen bestraft. Da drüben ist noch was. Da geht's aber schon rüber, ja. Das ist nur ein Rinnsal. Au! Au! Was? Da war ein Messer. Hier. Ich will auch nicht das Messer liegen lassen. Wieso habe ich Blut in den Augen? Doch nicht mehr am roten Platz. Nein! Nein! Was jetzt? Wieso pfeift's dauernd hier? Ich hab doch gerade erst gewechselt. Der hat auch noch was. Wir wechseln gleich die ganze Gasmaske. Der braucht sie nicht mehr. Er hat schon ein fades Auge. Ich bin aber trotzdem falsch, glaube ich. Hier gab es auch irgendwo einen Weg. Nein, hier ist, glaube ich, kann man da durchschießen? Nein, kann man nicht. Habe ich Munition auch noch verschwendet, zu allem Überfluss. Irgendwo gab es da mal einen Wegpunkt. Ja, Wegpunkt. Pfeil deutet darüber. Aber wie kommen wir darüber? Das ist eine gute Frage. Da mal nicht. Wahrscheinlich hier, ja. Den Fluss entlang. Fluss aufwärts. Sozusagen. Hey. Irgendwas stampft. Irgendwas stampft. Das hört sich nicht gut an. Das ist nämlich recht groß. Ich höre das Stampfen über mir.
komischerweise. Oder war das nur ein Fehler im Surround? Nein, nein. Die. ...111 Schuss, und wenn wir für einen 2 Schuss brauchen, dann kann ich laut Adam Riese, naja, 55 erschießen. Na, man muss auch ein paar Fehlschüsse mit einkalkulieren. Nur nobody is perfect. Ups. Ja, das habe ich gemeint mit Hit Detection. Du musst wirklich genau aufs Hirn zielen. Da, sonst zählt's nicht. Au, au, oi! Nein, nein. Tot. Scheiß, ein Dreck. Es ist halt blöd mit der Controllersteuerung. Man kann sich so schlecht umdrehen. Man braucht eine halbe Stunde, um sich umzudrehen. Ich glaube, ich muss wieder auf Tastatur wechseln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf den Konsolen auch so geregelt ist. Vielleicht ist nur die PC-Version verbuggt, wenn man sie mit Controller bedient. Wir haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass einer so masochistisch ist und es mit dem Controller versucht. Ei, da ist auch noch einer. Die habe ich. Hey, die hauen ab. So haben sie das vorher nicht gemacht. Würde ich noch leben. Da schaut, 2 Schuss. Das ist einfach nur dämlich. Wenn man genau aufs Hirn zielt, dann ist auch die Entfernung nicht so tragisch mit der Schrotflinte. Ich glaube, ich habe jetzt einen Filter übersehen, oder? Da war noch. Jetzt speichert es. Ja, weil die alle tot sind. Darum wahrscheinlich. Da ist ein Filter. Okay. Und ein Pfeil. Und eine neue Maske. Hat noch die Haube auf. Der ganze Körper ist verrottet, aber die Haube nicht. Qualitätsprodukt. Sowjetisches Qualitätsprodukt. Hält auch über den nuklearen Winter hindurch. Hält warm. Gibt es keine Nebenhöhlenentzündung in der Apokalypse. So, darauf. Da ist der Körperschutzhornblock. Jetzt darf ich wieder zuschauen. Nein, jetzt darf ich robben. Hey, die sind neu. Panda-Bären. Panda-Monster. Oh. Das war das Vieh, das das Geräusch gemacht hat, das Stampfende. Oh, scheiße. Sie ist schwarz. Gegen das muss ich wahrscheinlich antreten, irgendwann mal. Früher oder später. Hoffentlich später. Hoffentlich ist es besonders dämlich. Nicht so schlau. Die anderen Monster. Die Monster waren in dem Spiel schlauer wie die menschlichen Gegner, ist mir aufgefallen. Das. Oi, ja. Ja, das sieht schon nach. Oi! Drücke schnell, okay, schnell. Das kann ich noch. Das kann aber nicht alles gewesen sein. Ich kann nur draufhalten, glaube ich. Und ich bin recht langsam hier. Kann nicht laufen. Ah, jetzt geht's wieder. Ich war für einen Moment gelähmt. Ich glaube, es war der Morast. Ich bin im Morast versunken. Okay, der Rücken kann entzücken. Dann halt mal drauf. Aber sie dreht mir halt recht wenig den Rücken zu, das ist das Problem. Oh, ei, ei, nicht, nein.
Ich schon wieder. So ist das viel so schnell. Ich brauche eine Erste-Hilfe-Packung. Wieso ist das hier so langsam? Ich laufe und laufe und es tut sich nichts. Was? Darf ich erfahren, bitte, was passiert? Ich schieße einfach die ganzen Dinger ab da. Leck mich doch. Schau, im Schritttempo kann man hier nur latschen. Was soll denn der Scheiß? Da ist ja nichts. Oh, oh! Tot. Ein Schlag und jetzt kann ich wieder von vorne beginnen. Oh, spannend. Das ist nicht hochspannend. Okay, einen Versuch noch. Wenn ich es nicht schaffe, wisst das bereits. Aus meinen früheren Bosskämpfen. Da! Langsam wie im Arsch bewegt man sich hier. Wie im Arschloch. Sie beschützt ihre Kinder. Ja und? Was soll ich aufpassen? Wie soll ich aufpassen? Das ist gescriptet. Ja, schau, ich kann nicht weglaufen. Ich kann nicht weglaufen. Ja, da. Was hätte ich machen sollen? Dem verblödeten Rentvieh. Renn, du Arschgesicht. Was ist jetzt? Sie beschützt ihren Rücken. Und, wenn interessiert, schau. Ah! Hirnverbranntes Arschgesicht. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich. Okay, ich bin zurück. Ihr habt es gesehen. Ich habe das Monster verscheucht. Ich habe es nicht gekillt, wie üblich, bei diesen Bossfights. Das dauert immer ein paar Durchgänge. Ja, Blödsinn. Das war irrsinnig spannend und originell. Man musste mit den Rücken schießen. Oh. Das ist originell gewesen. Und wir schauen noch mal kurz hier, ob es noch was abzustauben gibt, bevor wir weiterziehen, weil ich habe eine Unmenge an Schrotmunition verbraucht, muss ich zugeben. Bei dem Scheißdreck. Und man wird auch keine mehr kaufen können, fürchte ich. Ne, das lebt noch. Oh nein, das lebt noch, das Rindvieh. Also muss ich dem auch vergeben, oder was? Muss ich ihm vergeben? Nein? Nein, diesmal wird nichts vergeben, oder was? Man sieht sein Arschloch. Ja, spannend. War es das? Ich glaube, es hat sich vertschüsst. Und jetzt kommt der Wind wieder. Geh mal hier in Deckung. Und es geht nach oben. Und es speichert. Und hier liegt Munition. Und ein Filter. Und ein Tagebuch. Schießt ihr auf mich? Sonst gehe ich wieder. Oh. Okay. Nein, diesmal nicht. Ich glaube, ich habe doch noch Gelegenheit. Ein Freund? Moment, ist das Artyom? Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ah, ja, ist ein es. Schwarzer. Nein, nicht schießen, Miller. Der Zorn des Kahn. Weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Ich glaube, er hört nicht auf mich. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst, ich weiß nicht, ob du mit ihm reden kannst. Legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand. Na, servus. Das ist die Zukunft? Meine Hände sind schon voll.
Meine Hosen auch. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber sie beide können... Bleib doch mal stehen, schau, wie er rumzappelt. ...zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Was? Die Erde von ihm befreie. Jetzt habe ich wieder einen Flashback. Wie kann dieser... Oder einen Flash Forward? Ich glaube fast einen Flash Forward. Wir sind in seinem Hirn. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Ja, es kommt darauf an, wo. Ist es anders? Wenn ich seinen Arsch berühre, dann habe ich andere Gedanken. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Mich hat niemand verändert, du Depp. Sie rufen mich. Bin immer noch dasselbe Artyom wie früher. Wie wir ihn kannten und lieben. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Starkes Schloss? Ich sehe überhaupt keins. Und wie soll man denn das aufbrechen? Das ist ganz verrostet, das Zeug. Nicht in Russland gemacht. Ich würde es ewig halten. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Winterschlaf im Stehen? Ich muss sie wecken. Es Nein. wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt. Die schlafen doch nicht, die stehen. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, ja, aber schnell. Lass uns, wir träumen gerade. Oh, Spielverderber. Ja. Yeah. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Garten... Er geht aufrecht, ja. Sie haben ihm was angezogen. Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Es ist immer noch nicht zu Ende. Er wird uns in der Polis helfen, wenn sie es tun. Wieso zappeln die so rum, schau? Welcher Mensch bewegt sich so? Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird. Hast du eine Blasenschwäche oder was? Mir nach! Mir nach. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Okay. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich er ist irgendwo mit mittendrin zu treffen, statt sie nur zu dabei befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Moskwins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Glaubst du? Bin mir nicht so sicher. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Das ist aber nicht der Schwarze, oder? Versucht, das Gegenteil zu beweisen. Haben sie meine Maske aufgesetzt? Es Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro. Was machen die da? Das ist wie der Beginn von Doom 3. Da muss man auch durch eine Schleuse. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Was glotzt du so? Er würde den Orden glauben. Mir vor wie im Aquarium. Oh, er winkt. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Ist das eine Maske? Wir sind keine so sieht er plötzlich so aus. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, wieso bewegt er sich so eigenartig? Das ist gruselig. Habe ich Probleme mit der Framerate oder was? Es sieht aus, als würde man den Fast-Forward-Knopf drücken. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein.
Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Was tippen die? Hör, die tippen ständig. Irgendwas Sie in den Computer. Wahrscheinlich ist es gar nicht eingeschaltet. Was jetzt? Wir sind tun das so, als ob. Gehen wir zum Ratssaal. Sonst werden sie arbeitslos. Mir nach. Mir nach. Sagt wer? Bitte um Erlaubnis melden machen zu dürfen, Herr Oberst. Geplauder. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Sie mich niederstarren. Weisen Sie Korneev an, hast du schon verloren. Ach, er weiß, was zu tun ist. Ich halte länger durch. Siehst, er hat geblinzelt. Er hat verloren. Schnappt da! Da schnappt er zu. Gott, hoffentlich klappt das. Schnappt da, dann klappt er. Sieht aus wie in Portal 2. Oh, wo sind wir denn da? Das ist wie bei diesen WrestleManias, wenn sie zum Ring gehen. Aha, hier sind alle vereint, oder was? Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura-Genossen, es soll Frieden herrschen. Ich glaube, das ist im Namen unserer Kinder. Story-relevant hier. Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache. Glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Das erste Mal, dass er weiß, was er macht. Schaffen Sie diesen Mann weg. Ah, das ist wieder der Himmler. Wegtreten. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. Was? Ich? Womit? Was muss ich machen? Hose runter? Er muss ihn nur berühren. Ist doch mein Kind, lass ihn dir antatschen. Er will ja nur den Hansemann abgreifen. Okay. Jetzt dringen wir in seinen Schädel ein. Mal sehen, wie es da aussieht. Ah, nicht sehr hübsch. Es geht geradeaus. Ziemlich engstirnig, würde ich sagen. Und endlos. Ah, komische Gedanken sind das. Kein Wunder, dass er Migräne hat. Dem Hirn, schau dir das an. Muss ich. Ich glaube, ich muss irgendwo rein. Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar. Ich hatte ein Gespräch mit Angehörigen. Okay, ich muss die ganzen Türen aufmachen. Okay. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit und gar nichts. Lass uns. Du, wie viele Türen gibt es? Was guckst du mit diesen ehrlichen Augen so an? Alles zu? Ab jetzt ist zu. Verstehe. Will mich aussperren. Arsch. Ah. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Wie? Das wird's unanständig. Alles nur wegen dir. Mach auf. Sonst geht's nicht weiter. Doch, da geht's lang. Was ist jetzt? Muss ich ihn killen? Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Mir nicht. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch. Wer ist das? Man sieht nur einen Schnurrbart. Entschuldigung. Oh, so. Vor der Nase. Vor der Nase zugeschlagen, die Tür. Was? Was war ich? Vorhaut? Vorlaut. Verstehe. Ich verstehe. Ich auch. Sie haben mir also etwas gegeben. Dein Hirn ist ein langer Gang. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja. Oh, du hast es seinem Bruder gegeben, du Schwein. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Korbut ist kaputt. Ich dachte, er wollte mich retten.
Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die 6. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Das Ende. Enthüllung. Okay, ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ich glaube, das nimmt. Das sieht man auf dem Video nicht. Hier können wir nichts mehr machen. Zeit, um eine Beeilung. Schneller. Was für ein Anfall. Zum Bahnsteig. Sie. Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Du siehst nicht aus, als hättest du es eilig. Okay. In Slow-Mo geht's zum Bahnsteig. Ins Licht. Oh! Strahlenschutzanzug. Passt nicht, ja? Was machen die mit mir? Kann ich da überhaupt noch laufen mit dem Anzug? Anna ist auch da. Wieso fährt sie nicht mit? Oder ist das nur meine Imagination? Wenn ihr verliert, dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Ende gut, alles gut. Aber kein Ende in Sicht. Die letzte Schlacht. Uiuiui. Und jetzt geht er, um sein Volk zu treffen. Ja, das fürchte ich auch. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig. Nein, kalt. Die letzte Schlacht, scheiße. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Verstehe. Okay, wir schlagen die letzte Schlacht, aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.